Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Far Cry 2. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Wir sind hier stehen geblieben bei Josephs Mission, mit der er uns hier für die bei der APL-Mission helfen will. Ja, alles ziemlich verworren und kompliziert mit diesem Machst Mission für Mission-Ding, aber machen wir mal, was Josephs sagen will. Wo müssen wir hin? Wir müssen nach Kettle Xing, blau, Richtung Blau. Fahren wir diese Straße nach. Das ist gemeint, das ist ein Rinderhof. Ich habe schon mal philosophiert, was Kettle Xing sein soll. Aber anscheinend ist das ein Rinderhof. Auch wenn ich da noch nie irgendein einziges scheiß Rind gesehen habe. Tja, kann man nichts machen. Manchmal sterben Rinder halt einfach aus oder so. Wir haben hier wieder so einen Agro-Autofahrer hier. Alter, du hast mein Auto angefahren. Du weißt, dass das nicht gut für dich ist. Meine Güte. Aber auf mich hört sowieso nie einer. Fahren wir hier weiter. Weg von diesen komischen Möchtegern-Autofahrern. Zur nächsten Kreuzung. Da haben wir wieder ein Lager voller spannender Möglichkeiten. So, ach egal. Machen wir das hier auf die Methode hier. Ja, einmal kommen. Da sind doch sicher noch viel mehr Leute. Und da oben hockt schon wieder der nächste. Gut, dass ich dich auch gleich erwischt habe. So, ist da noch keiner in dieses MG da drüben eingestiegen ist? Das wundert mich gerade eh. Na egal. Ach, dass er immer eine Karte in der Hand haben muss. Ja, rosa Plüschi da drin. Ich mag dich auch. Muss deswegen aber nicht gleich auf mich schießen. Ja, ich weiß, dass du scheiße aussiehst, wenn du legst. Das musst du dich nicht so künstelt dann hier noch toll hinlegen. Na egal. Wir wollen weiter nach zu unserem Kettle Xing fahren. Haben wir hier ein tolles Auto, was nicht irgendwie brennt? Ja, unser weißer Truck! Wir fahren weißer Truck! Richtung Kettle Xing. Und da vorne kommen uns schon wieder Freunde entgegen. Ja, komm. Yeah. Okay. Ein Treffer, ein Mann, oder ein Mann, ein Treffer, aber irgendwie so. So könnte man das nennen. Ah, ballert schon wieder der nächste, die Hucke voll von irgendwo da oben. Snipest du da durch die Gegend? Komm, du warst doch sicher nicht alleine da oben. Kannst mir nicht weiß machen. Na gut, dann warst du halt da oben alleine. Na komm! Gerade ist man wieder eingestiegen, da kommt schon wieder der nächste Anstampf hier an. Treffe ich dich dadurch jetzt nicht mal, oder wie? Hier kommt auch schon wieder einer und da hinten kommen mir auch schon die ersten entgegengelaufen. Ah, kommt ihr die ganzen. Komm. Jetzt reicht's aber hier. Komm, das ist nicht gut, was du da machst. Kann ich hier oben eigentlich auch Tabletten schlucken? Fast. Er schluckt keine Tabletten. Jetzt schluckt er seine Anti-Durchfall-Tabletten. Nice. Du da oben. Humpel nicht so viel. Das hast du. Komm. Ich werde dich doch wohl mal treffen da. So. Sehr schön. Ich will da reinsteigen und jetzt fängt Schlachtfest an. So. Schlachtfest. Und noch mehr. Und da drüben war noch einer. Nein, da drüben war keiner. Da drüben war nun wieder meine Einbildung am Werke. Denn hier. Ach komm, nerv mich nicht. Das ist total unnötig heute. Ja, genau. Lauf mir vors Auto. Können sich hinter diesen Zaun verstecken, aber nein. Du läufst vor das Auto. Na egal. Irgendwo hier müssen wir noch hin. Oh, wir stehen sogar direkt davor. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann gehen wir da mal rein. Hallo, wo bist du? Kachlappen. Ich bin noch auf der Farm. Wie schnell können Sie hier sein? Was? Was wollen Sie hier? Raus hier sofort! Meine Männer sind unterwegs und werden sie töten. Ich warne sie. Und jetzt. Wie wird deine Waffe da an deinem Knie festgehalten? Die hat da fast geschwebt. Wieso hast. Du hast eine Gravity Gun? Hast du Half-Life bestohlen? Hast du Half-Life bestohlen? Anscheinend. Oh, Telefon! MacGyver-Taste! Boah, die hat man schon lange nicht mehr, die MacGyver-Taste. Nun, gut. Jetzt Ihre Aufgabe beim Bahnhof. Wir setzen den Zug in Gang.
Wir bekommen Aufgaben am Bahnhof. Ja, wunderschöne Aufgabe am Bahnhof. Wie kommen wir zum Bahnhof hin? Show uns the Magic Map. Nein, mehr Magic Map bitte. So. Ah, da können wir hier fast da vor oben gerade rüberfahren. Das gefällt mir ziemlich gut, dass wir das können. Denn gerade rüberfahren sagt mir immer sehr, sehr zu, muss ich sagen. Hallo? Irgendwas hat hier gerade geschossen. Oder nicht, oder doch, oder? Dann halt nicht. Muss ja nicht immer schießen oder so. Weiter darauf. Denn wir fahren hier durch die Welt, wir fahren durch die Welt, irgendwie so. Das ist wieder unsere tolle, die tolle Buschweg hier oben. Boah, den genießen wir mal ein bisschen mehr. Oh, was? Was backen die dann Stein da mitten rein? Das ist echt unfair. Zebra! Zebra! Bleib stehen, Zebra! Totes Zebra! So, aber wir müssen hier links abbiegen, irgendwie da hoch oder so. Richtung Bahnhof. Der war auf jeden Fall nicht da unten, sondern... Genau! Wir müssen hier lang weiterfahren. Oh, hier, glaube ich, können wir uns auch... Können wir uns hier auch munitionieren? Wir können uns hier auch munitionieren. Oida, was hast du wieder für eine Knarre am Werke? Start. Ich will doch eigentlich bloß hier hin, um ein bisschen neue Muni. Muni. Gibt's hier eigentlich auch... Nein, hier gibt's kein Ding. Also... Ich meinte so ein lustiges... Lustig. Ein lustiges Lustig. Diamant nennt sich das lustige Lustig. Gab's hier leider nicht. Egal, fahren wir weiter. Wir können ja hier irgendwie... Fahren wir um diesen Stein noch rum und um diesen Hügel und... Gerade rüber. So. Wo ist hier eine Schanze? Können wir hier schanzen? Wir können hier schanzen. Oi, können wir hier schanzen? Ach du Scheiße. Irgendwas... Geht da oben gar nicht klar mit dem Navi, sehe ich gerade. Da fliegen irgendwelche Buttons durch die Gegend. So, aber wir stehen wieder richtig rum und können jetzt sogar ein Stück weiterfahren. Also fahren wir. Unsere Karre fährt aber kaum noch. Vielleicht sollten sie reparieren. Reparieren wir sie mal kurz. Vielleicht schafft sie dann den Berg wieder mit unserer Magic Schraubenschlüssel. Die ist voll schön silber, fällt mir jetzt erstmal so auf. So voll hübsch. Silber! Wieso hast du keinen goldenen Schraubenschlüssel? Kannst du keinen goldenen Schraubenschlüssel leisten? Oh nein! Woher hast du auf mich geschossen? Verräter? Woher? Also nirgendswoher. Das hat sich echt ziemlich nah angehört, aber irgendwie ist es doch wieder arschweit weg. Egal, fahren wir Richtung Bahngleis und dann direkt Richtung Mission rein. Ich sehe die Bahngleise gleich auch schon. Da sind sie doch schon, oder? Ja. Okay, denn wir müssen hier unseren Zug aufhalten, den Josef irgendwie gemeint hat. Ich glaube, einen Zug hält man am besten mit einem Auto auf den Schienen auf, oder? Nein, da drin hält man ihn am besten auf. Oi, 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 oi. Oh, 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 oh. Ja, einmal und ja, zweimal, komm. Ich hab den hier, ich treffe hier die Samstag. Ah, ich habe ihn getroffen. Wo bin ich gut? Was ballerst du von da hinten? Du lebst ja immer noch. Was soll das? Bleib gefälligst liegen. Ich hab nicht mit dir gespielt, damit du wieder aufstehst. Naja, aber wir machen jetzt mal wieder einen auf Häuserkampf. Da sind die Leute hier total fit drin. Na. Aber ich muss hier leider den Inhouse-Häuserkampf wählen. Was machst du hier mit deiner Pumpgun, ey? Du schießt hier rum und triffst nichts. Und wenn du was triffst, dann ist es nur Lack. Aber wir spritzen uns mal kurz. Wir waren dann gerade ein bisschen blau. Und so. Ach, da ist auch noch einer. So, ich folge mir lustigerweise immer mit Headshots raus. So, aber wir steigen hier mal ein. Ha, wir haben unser stationäres MG hier auch. Ihr kleinen Penner. Ja. So, ich glaube, da ist wieder irgendwas gerotet. Da oben drin auch. Ich glaube, du hast wieder gerade gerotet. Gerotblutet. So raussteigen. Wir bluten schon wieder. Was soll das? Irgendwer steht hier schon wieder hinter der Mauer. Ich habe euch abgelenkt mit Explosions.
Explosions, wir brauchen mehr Explosions. So. Alter, wie viele sind denn hier? Nichts Explosion halten. In Sicht heißt es mal wieder. So, ich glaube, jetzt muss ich mich langsam mal vorwärts bewegen, denn ich habe hier nicht mehr sonderlich viel Munition. Das heißt, ich muss wieder über Leute drüber laufen. Oi, 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 nicht so viel ballern da hinten. Ach, du stehst da in einem Waggon drin. Für was muss ich hier eigentlich diese ganze Privatarmee gerade ausschalten? Das ist echt gemein. Immerhin fliegt das Zeug hier schön durch die Gegend. Wo müssen wir hier überhaupt hier hin? In den Waggon hier rein? Was ist der hier? Ach nein, wir mussten hier ja irgend so ein Ding in die Luft sprengen. Entzündbar. Ich glaube, wir haben da schon ein bisschen was getroffen. Aber irgendwas hat hier noch gerade auf mich geschossen. Ja, wo? Ich sehe dich flitzen. Ihr Roten wart doch die Bullen. Du bist getroffen! Oh mein Gott, du bist getroffen! Du bist getroffen! Ja, jetzt bist du tot getroffen. Heul nicht so viel. Es bringt's einfach nicht. So, wie kann ich das Ding jetzt aber in die Luft jagen? Kann ich da irgendwie hoch? Nee. Machen wir es über die gute alte... Nee, nicht über die hier. Über die hier. Oh, Rückzug. Ui. Dafür, dass es so großer Container war, hat es aber nicht so nicht viel Wumm gemacht. Gut. Gucken wir mal. Irgendwer ist dran. Interessant. Was wäre es dran? Rufstufe 2 habe ich erreicht. Rufstufe 2. Oh, aber geil. Ich mache hier mal einen ganz kurzen Trick. Hey, ich gebe so tolle Tasten. Schnell speichern. Aber schon irgendwas hat mir schon wieder auf mich geballert. Und Josip ist sicher wieder in Gefahr. Josip. Wir spielen also mal wieder Josip in Gefahr. Nehmen wir unser Auto hier und fahren den Schienen nach. Denn Josip muss mal wieder auf den Schienen rumliegen. Was schießt hier auf mich? Ich sehe es nicht. Na egal. Solange es irgendwas ist, was zu Fuß unterwegs ist, kann mir das scheißegal sein. Spielen wir lieber wieder Zug. Chu-Chu-Zug. Tut-Tut. Chu-Chu-Zug. Ja. So funktioniert das als Chu-Chu-Zug-Fahrer. Man fährt eine lange Strecke mit einem Auto entlang, das damit keine Probleme hat, dass das hier total auf und ab geht auf dem Ding. Nein, Autos haben solche Probleme nicht. Die fahren da wie super. Müsst ihr auch mal mit eurem Auto ausprobieren. Wenn ihr eins habt, auf den Gleisstrecken fahren. Geht immer toll. Nein, solltet ihr natürlich nicht ausprobieren. Ihr seid doch nicht bekloppt. Oh, schau, der kann auch da voll drüber flitzen. Ja, und praktisch, dass hier jeder eine Waffe haben muss in diesem Land. Die könnten echt ein bisschen friedlicher sein, die Kollegen. Pedro Sahai ist es hier. Okay, ich glaube aber, den überfahre ich hier mal ein bisschen, weil da sind sicher wieder Gegner drin. Diese lustigen Kameraden, die meine Kameraden sein wollen, aber nicht ihre Leute informieren wollen, dass ich ihr Kamerad bin. Oi. Die schießen aber ganz schön weit mit ihrem Scheiß. Okay, solange sie... Okay, sie kommen wieder mit... Mit was kommen die denn alles angefahren hier? Komm, das ist nicht toll. Ja genau, steig um. Schießt dann keiner mehr auf mich. Habe ich dich getroffen? Habe ich dich jetzt durch das Ding genatzt? Verdient hättest du es ja. Ja. Du hast dich selbst in den Wagen befördert. Kacknub. Ja, reparieren wir mal wieder unser Auto. Diesmal mit unserem seltenen Schraubenschlüssel. Schlüsseln wir auf. Schlüsseln wir die Abenteuer des Dings hier auf. Müssen wir uns einmal heilen. Heilen wir uns und fahren hier auch schon mal direkt wieder weiter. Denn wir sind gleich wieder da. Okay, auf geht's.
Wir spielen hier ja wieder mal, wie heißt das hier? Hier, Dings in Gefahr. Dings in Gefahr, wie heißt er? Josep in Gefahr. Josep, ich komme, ich muss hier nur diesen Berg hinaufkommen. Ja, schießt ruhig auf mich. Ich hab's ja nicht anders verdient. Ja, ja, ja. Ich hab keine Munition. Gib mir deine Munition. Oh, ihr habt alle andere Waffen als ich. Ihr Penner, ey. So. Josep. Was machst du, Josep? Schon wieder am Sterben. Ja, Josep. Ich heile dich. Auf geht's, rein mit dem Ding. Nicht, dass er verreckt. Oh, Josef. Ja, Josef. Ja, Josef. Ich freue mich, dass du wieder in Ordnung bist. Und wir haben jetzt eine neue Superwaffe hier. Cool, cool, cool. Was hast du mit dem Zug hier gemacht? Kranker Irrer. Hey, da steht ein Auto auf dem Zug. Ist ja voll cool. Okay, wir haben uns mal wieder Josef gerettet und haben unsere Mission hier wahrscheinlich damit auch abgeschlossen, oder? Haben wir wieder Missionen? Nein, wir sind wieder total frei. Super. Aber die parken hier echt ein Auto auf dem Ding. Das finde ich cool. Und sie hatten echt während dem Unglück einfach nochmal die Zeit, hier überall noch Bretter an das Ding ranzupacken. Und beachtet diese Bretter, die sind total geil. Die haben oben immer einen Knick. Knickige Bretter. Gut, aber ich glaube, wir begeben uns mal wieder nach Palas. Nicht nach Palas. Und freuen uns unseres Lebens. Gut. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.